geht halt die Liebe Mission alleine da rein. Ich würde, hätte ja gern Salbar jetzt an die Seite gestellt. Die ist auch ein bisschen auf Speed, oder? Piu, 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 piu. Frage ist, wo wird er festgehalten? Ach, nee. Heda, ich bin ein hochrangiger Beauftragter der Cherka Corporation. Es gibt eine große Belohnung, wenn ihr mich nach Anchorhead zurückbringt. Wer willst du das denn erzählen? Erkennst du mich nicht? Ich bin es, Mission. Mission, bist das wirklich du? Ich hörte von der Zerstörung von Taris. Ich dachte, du wärst tot. Oh, was für eine Freude. Mein kleines Schwesterchen lebt. Ich muss dich was fragen, Griff. Es ist wichtig. Ich habe Lena getroffen. Sie hat gesagt, dass es deine Idee war, mich auf Taris zurückzulassen. Das ist doch nicht wahr, oder? Nun ja, es gibt die Wahrheit und dann gibt es die Wahrheit, wisst ihr? Ich hatte immer vor, nach Taris zurückzukehren, Schwesterchen. Sobald ich genug Credits zusammen gehabt hätte, um meine Schulden zu bezahlen. Aber die Credits waren eben nicht so leicht aufzutreiben. Es stimmt also? Es war deine Idee, mich zurückzulassen? Ich bin deine Schwester. Wie konntest du das tun? Komm schon, Schwesterchen. Du brauchst mich doch nicht mehr, damit ich auf dich aufpasse. Du warst vielleicht jung, aber du hast schon gewusst, wie du auf dich selbst aufpassen kannst. Außerdem, jetzt bist du ja hier. Ist ohnehin alles prächtig gelaufen. Das ist alles? Mehr hast du mir nach all den Jahren, seit du mich im Stich gelassen hast, nicht zu sagen? Ja, und dann könntet ihr mich hier bitte herausholen? Ihr seht so aus, als ob ihr einen kräftigen Kerl als Freund habt. Die Sandleute haben gesagt, ihr könnt gehen. Lauft nach Anchorhead. Ja, von hier findest du den Weg allein, oder? Schaffst du das? Was? Was willst du denn noch? Das und... Und du siehst gut aus, Schwesterchen. So, als ob es dir gut geht. Finanziell, meine ich. Sag mal, könntest du mir ein paar Credits borgen, damit ich wieder auf die Beine komme? Du bittest mich um Geld? Das gibt's doch nicht. Lena hatte recht. Wir hätten dich den Sandleuten überlassen sollen. Ich will dich nicht mehr sehen. Nie mehr. Das ist nicht gut gelaufen, was? Schwesterchen war schon immer ein bisschen zu heißblütig. Nun ja, sie wird sich beruhigen. Und was jetzt, Griff? Ihr habt vielleicht mein Leben gerettet, aber leider verfüge ich nicht über einen einzigen lausigen Credit. Hey, könnt ihr mir vielleicht ein paar Credits borgen? Nur so lange, bis ich wieder was auf die Beine gestellt habe, ja? Vergesst es, ihr seid nichts als ein Schnorrer. Hä? Ah, ich schätze, ihr habt auch mit Lena gesprochen. Und das ist schon in Ordnung so. Ich werde auch ohne eure Credits durchkommen. Ich finde immer einen Weg. Abgesehen davon habe ich bereits einen Job, der auf mich wartet. Greta, der Manager im Cherka-Lagerhaus, hat gesagt, ich könnte für ihn arbeiten, wenn ich mal keine Lust mehr hätte, in den Minen zu schuften. Ich denke, ich werde sein Angebot annehmen. Wisst ihr, vielleicht könnt ihr mir ja noch auf eine andere Art helfen. Ich muss erst noch mit einem Typen sprechen und die Details abklären, aber wenn ihr an einer lukrativen Sache interessiert seid, kommt doch mal zu Gretas Laden und sprecht mit mir. Tschüss, Mission. Ich bin froh, dass du noch lebst. Schön. Ach ja. Nee, nee, nee. Ich kann den nicht ab. Fium, fium, fium. Wo geht es raus? Wo geht es raus? Wo geht es raus? Wo geht es raus? Mission, du bist einfach zu langsam. So. Mission. Nee, das war nicht Mission. Es war blau, aber es war nicht Mission. Sag mal, wo haben wir denn Mission verloren? Och, immer verliere ich irgendwen. Mission! Impossible! Impossible! Ganz ehrlich mal, wo ist die? Ach, da bist du. Da hat die sich auf einmal aus der Ecke geworbt. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Impossible aus Cinderella. Impossible. 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 Ja. So. Jetzt rede ich nochmal mit ihr. Hey, was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne mit dir über deinen Bruder sprechen. Ich bin wirklich froh, dass Griff noch lebt. Aber am liebsten würde ich ihm den Hals umdrehen. Keine Ahnung, was für einen Job er für dich hat. Aber ich traue ihm nicht über den Weg. Ich auch nicht. Brauchst du sonst noch was? Nö, wir gehen jetzt wieder. Wie du willst.
Ich würde mal sagen, auf nach Korriban. Unsere liebe Mission weiß jetzt, was mit ihrem Bruder ist. Das ist doch schon mal was. Und jetzt müssen wir für Karth nach dessen Sohn sehen. Und nebenbei noch eine Sternkarte suchen. So, in der Hoffnung, dass wir jetzt bitte, 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 bitte nicht angegriffen werden. Das wäre so schön. Das wäre total prachtig. Bitte, bitte. Hast du genug, als du? Klingt gut. Klingt gut. hat Carsley gerade einen Kap. Das, diese Bewegung, habt ihr das gerade gesehen bei Cars? Dieses Da finde ich jedes Mal einfach so schön. Dieses Hula. Das ist einfach so schön. Das ist Hula Cars. Er wird von jetzt bis in alle Ewigkeit wird er Hula Karth geheißen. Korriban. Korriban. So. Nehme ich Mission mit oder... Jetzt die Frage, nehme ich Mission mit oder nehme ich Juhani mit? Ich glaube, Juhani kann auch heilen. Was ich glaube, da wir Mission ja anfangs immer schön mit hatten, glaube ich, ich möchte es mal mit Juhani ausprobieren. Einfach so, als... Da wir ja sonst immer die gleichen Leute haben und ich finde nicht aus meinem Schiff raus. Wo geht's denn hier raus? Ah... Nehme ich Karth mit und ich nehme Juhani mit. So. Ja. Einfach, um ihr eine Chance zu geben. Aha. Was ist? Was ist? Levelaufstieg. Fähigkeiten. Wo möchte ich dich denn drauf polen? Ich glaube, dich pole ich auch auf Computer. So. Talente. Du hast ja echt, du kannst ja gar nichts. Technik? Frag Technik. Implantat. Ach komm. Kriegst du das? Kräfte. Kräfte kann. Warte mal. Ah, so. Meine Maus zuckelt wieder rum. Faszinierenderweise zuckelt das Spiel aber nicht. Nur die Maus. Attribute kriegst du. Einmal Verfassung. So, dann nochmal Computer. Komm schon. Kann ich eigentlich auch... Nee, kann ich natürlich nicht. Ach nee, das geht erst ab 12. Was war denn? Machtstoß kann sie schon, dann kann... Das geht nicht. Droiden betäuben. Annehmen. Und noch ein Level. Fähigkeiten. Computer. So, Talente. Ey, du bist voll talentfrei. Unruhe, weil ich Unruhe so gern mag. Kräfte. Die hat immer noch kein Level, was gut genug dafür ist. Angst. Angst. So. Fähigkeiten. Dann machen wir hier mal eins. Machen wir heilen ausnahmsweise. Ja. Kräfte. Immer noch nicht. Was ist das? Machttapferkeit. Nee.
Verbesserter Machtwiderstand. Komm. Noch eins. Fähigkeiten. Computer. Kräfte. Das ist ja wie Weihnachten hier. Machtunterdrückung. Schock. Verwunden. Lähmung. Machen wir das mal. So, annehmen, 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 annehmen. So. Das ist ja wirklich wie Weihnachten hier. Attribute. Attribute. Verfass. Komm, nehmen wir. Oder Stärke. Boah, das ist ja echt. Das ist gerade ein bisschen nervig. Ich kann meine Maus nicht mehr. Oh, warte mal. Ich muss mal hier wieder ein bisschen. Sorry, Leute, das muss ich gerade mal. Ich muss hier gerade mal ein bisschen freiräumen. Vielleicht liegt es daran. So. Nicht wirklich, aber ein bisschen. Ich brauche dringend mal ein Mauspad. Ich glaube, das wäre mal wirklich eine gute Investition. Nehmen wir Stärke, oder? Stärke oder warte mal, was ist denn? Das ist aber nur die Maus. Also es ist wirklich die Maus. Weil wenn ich hier mit dem Touch-Ding es mache. Warte mal. Ich muss gerade mal improvisieren, Leute. Was ist denn, wenn ich was drunter lege? Ich brauche dringend ein Mauspad. Bitte. So. Chaos, 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 Chaos. Chaos ist mein Name. Ich bin die Chaos-Cutter. So. Nicht wirklich besser. Ach, Mist. Nehmen wir Verfassung, komm. Da kann ich sie auch wieder wegtun. Okay, die nächste Anschaffung wird ein Mauspad. Computer! Computer! So. Diese Maus. Talente! Machtsprung und Meistersinne. Nett. Empathie. Ach komm, warum nicht? Verletzte heilen und Bewusstsein ist doch nicht schlecht. Kräfte. Geht das jetzt? Das geht jetzt. Schön. Hinzufügen. So. Oh, das ist anstrengend gerade. Das ist gerade so anstrengend hier. Mann, komm schon. Ich will nicht auf zurückkommen. So. Annehmen. Ja, wir haben es geschafft. Ich glaube es kaum. Ich glaube es kaum. Ich bin hier. Du bist hier. Schnabbeltier. Was haben wir hier? Es war doch eben, es war doch die ganze Zeit nicht so schlimm. Was ist denn, wenn ich hier umschalte? Ist immer noch so scheiße. Hm. Ihr seid noch immer. Ach so, das ist ja, das ist die ja. Gut. Da war ich so verwirrt, dass ich hier, ja, ihr wisst schon. Ich war halt verwirrt. Nee, das ist die Ebonhawk. Ach, da hinten können wir raus. Na denn, dann werden wir das mal, würde ich sagen, tun.